Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einer neuen Sprechstunde. Bevor ich aber die Frage, die ich gestern bekommen habe, beantworte, möchte ich gerne erst noch was in eigener Sache sagen. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, in der letzten Woche lief meine Selbstliebe-Challenge. Und einige haben ganz fleißig auf WhatsApp mitgemacht, andere haben sie auf YouTube verfolgt. Und wenn du mit deiner Selbstliebe auf ein neues Level steigen möchtest, wenn du dich frei machen möchtest von der Meinung anderer, wenn du dir nicht mehr die Zuneigung von anderen erkämpfen musst, möchtest, denn du kannst dir diese Anerkennung und diese Liebe jederzeit selbst schenken. Und wenn wir uns selbst lieben, wenn wir unsere Selbstliebe auf ein neues Level heben, dann behandeln wir uns auch automatisch gut. Und wir sind ein Vorbild für unsere Kinder. Anhand dessen, was unsere Kinder an uns sehen, lernen sie Selbstliebe und sind dadurch gestärkt gegen zum Beispiel Mobbing. Ich habe einen neuen Audiokurs kreiert, die Kraft der Selbstliebe. Und bis Freitagabend läuft aufgrund der vorangegangenen Selbstliebe-Challenge noch folgendes Angebot. Wenn du diesen neuen Audiokurs kaufst für 19 Euro, bekommst du einen weiteren meiner Audiokurse gratis mit dazu. Nach deiner Wahl. Also entweder den Kurs Meditieren lernen für Anfänger, mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein oder wie du Schwierigkeiten besser meisterst. Alle Infos zu meinen Audiokursen findest du auf meiner Website. Den Link zu den Audiokursen setze ich dir nochmal unten in die Infobox. Und denk dran, dieses Angebot gilt wirklich nur bis Freitagabend. Deswegen hier nochmal der Hinweis darauf. Und jetzt starten wir mal mit der Frage, die ich gestern zugeschickt bekommen habe während der Sprechstunde. Ich habe einen fast 4-jährigen Sohn, der sehr lebhaft ist und eine Tochter von bald 8 Monaten. Mein Mann arbeitet im Schichtdienst, auch an den Wochenenden und Feiertagen. Sehr oft bin ich mit den Kindern alleine. Die überwiegende Zeit geht es uns drei, meinem Sohn, meiner Tochter und mir, gut zusammen. Ganz oft komme ich abends jedoch an den Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass ich keinem der beiden wirklich gerecht werden konnte. Natürlich versuche ich mir immer vor Augen zu führen, dass ja jeder auch seine Exklusivzeit mit Mama hatte, auch wenn es an manchen Tagen nur kurze Momente waren. Aber irgendwie ist da doch oft das Gefühl, nicht genügend gewesen zu sein. Es zerreißt mich manchmal regelrecht. Eine Frage kann ich gar nicht richtig daraus formulieren, aber es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Liebe Grüße. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was viele Mamas nachempfinden können. Das kann auch ich nachempfinden. Das geht mir in letzter Zeit auch sehr stark so. Vor allen Dingen wirklich auch am Abend, wenn ich die Kinder zu Bett gebracht habe. Weil da ist für mich extrem diese Zeit, wo ich mich eigentlich teilen müsste, wo es eigentlich zwei von mir geben müsste. Wo ich nicht jedem Kind zu 100% dieselbe Aufmerksamkeit geben kann, wie dem anderen Kind. Es ist einfach nicht möglich. Also dieses Gefühl des Zerrissenseins und da nicht genug getan zu haben. Ich glaube, das kennt jeder. Ich möchte so ein paar wichtige Gedanken zu diesem Thema in diesem Video mit dir teilen. Und zwar zum einen mit den größeren Kindern, mit den kleineren jetzt nicht so, aber mit den größeren Kindern kann man auch darüber sprechen. Also sie danach fragen, ob sie das Gefühl haben, dass das andere Kind bevorzugt wird. Oder ob sie es in Ordnung finden, wie zum Beispiel die Bettgehroutine ist, ob sie irgendwas anders haben möchten. Vielleicht sagen sie dir dann, ich hätte gerne mehr Zeit mit dir. Oder eben auch nicht, weil sie es gar nicht so stark schlimm empfinden, wie wir das meistens tun. Und wie du schon sagst, du versuchst es. Das ist doch schon erstmal der erste wichtige Schritt. Und da kann man ja auch verschiedene Dinge ausprobieren, um dann zu schauen, mit was fühlst du dich denn am wohlsten? Vielleicht, dass du wirklich sagst, es gibt auch in diesem Abendritual für jeden eine Zeit. Oder man wechselt tagtäglich und schaut, dass immer abwechselnd ein Kind besondere Aufmerksamkeit bekommt und dafür das andere den nächsten Tag. Vielleicht bekommt ihr es aber auch wirklich irgendwie organisiert. In meinem Fall geht es tatsächlich nicht, dass man die Kinder nacheinander ins Bett bringt. Dass wirklich auch in dieser Zeit jedes Kind seine besondere Zeit hat. Und auch tagsüber finde ich Exklusivzeit immer sehr, sehr schwierig. Bei mir ist das tagsüber eigentlich unmöglich. Und ich versuche dann aber wirklich in den Momenten wirklich zu 100% da zu sein, achtsam zu sein, zu 100% bei meinen Kindern zu sein, für einen gewissen Zeitraum. Es geht auch nicht die ganze Zeit, aber es geht für 10, es geht für 15 Minuten und dann komplette Achtsamkeit. In dem Moment sein, bei meinen Kindern sein.
auf ihre Fragen zu antworten, mit ihnen zu sprechen, mit ihnen ganz aufmerksam zu spielen und nicht mit meinen Gedanken irgendwo anders zu sein. Beim nächsten Einkauf, das, was ich eventuell noch tun muss oder, sondern mit meinen Gedanken und mit meiner Konzentration und mit meinen Gefühlen komplett in dieser Zeit bei meinen Kindern zu sein. Und das ist das Schönste, was ihr für eure Kinder tun könnt. Diese hundertprozentige Aufmerksamkeit, und da reichen 5 Minuten und Kinder merken das. Kinder merken, ob du hundertprozentig gerade bei ihnen im Moment bist oder ob du mit deinen Gedanken völlig woanders bist. Und dann ist es auch für mich nicht mehr so schwierig, wenn ich sage, okay, die hatten gerade 15 Minuten volle meine Aufmerksamkeit, jetzt muss ich aber wieder eine halbe Stunde irgendwas im Haushalt zum Beispiel machen. Das kann ich dann sehr, sehr gut mit mir vereinbaren. Und da muss ich auch nicht jedem Kind exklusiv Zeit geben, sondern wir sind da einfach zu dritt, weil wir sind nun einmal eine Gruppe. Und auch das müssen Kinder lernen, sich in einer Gruppe zu fügen. Auch natürlich zu schauen, dass nie ein Kind besonders stark unter den Tisch fällt, weil da werden Glaubenssätze gebildet, das wollen wir für unsere Kinder nicht. Aber immer so ein ausgeglichenes Maß finden. Und dann kommen wir mal zu uns Mamas. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt dessen, was ich heute sage. Du bist gut, so wie du bist. Du bist gut genug. Du bist genug. So wie du das machst, ist es richtig. Wir müssen nicht immer eine Norm erfüllen, die uns entweder von außen auferlegt wird oder die wir uns selbst auflegen. Dieses, ich muss jedem Kind zu gleichen Teilen gerecht werden und ich hätte doch und ich könnte doch und es wäre doch so schön. So wie du es jetzt tust, so ist das richtig und so ist das gut. Und es tut niemandem weh. Es gibt weitaus Schlimmeres, wenn du zum Beispiel ein Kind komplett vernachlässigen würdest und das tust du nicht. Was in deiner Macht steht, tust du gerade. Und da ist ein weiterer Schritt, du hast dich jetzt mir gegenüber auch geöffnet. Du bist noch einen Schritt weiter gegangen und hast noch weiterhin nach Lösungen gesucht. Also du hast wieder noch etwas mehr getan. Das ist bewundernswert, das ist motivierend, das ist inspirierend. Also wenn du dann am Abend da sitzt und halt unglücklich mit der Situation bist oder unzufrieden, wie es vielleicht gelaufen ist oder dieses, es hätte besser sein können oder ich könnte und hätte doch und wäre doch. Erinnere dich daran, du bist gut genug. So wie du das machst, ist das gut genug. Wir müssen nicht perfekt sein und diese perfekte Lösung, irgendwas bleibt auf der Strecke und wenn du es bist, weil du dabei dann komplett untergehst. So wie du das jetzt machst, ist es gut. Du bist gut genug. Und egal, ob dich jetzt diese Situation angesprochen hat, ob du es ähnlich fühlen kannst, nimm diesen Satz heute bitte aus diesem Video für dich mit. Du bist gut genug. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Ich hoffe, ich konnte dir mit deiner Frage weiterhelfen und wir hören uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!